Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um The Night Eats the World, ein französischer Zombie-Horrorfilm. Und was er so kann, das erfahrt ihr jetzt. Bestimmt dachtest du, dass du ganz still und friedlich im Schlaf sterben würdest. Sam ist am Abend auf der Party einer Freundin und will eigentlich nur seine Sachen abholen, als er dann aber die ganze Zeit auf sie warten muss und dann auch im Büro irgendwie einpennt und erst am nächsten Morgen wieder aufwacht. Ja, ist ein bisschen anders alles, denn die ganze Wohnung ist blutverschmiert und er denkt sich, was ist da passiert? Und wie er dann rausschaut, sieht er plötzlich, dass ganz viele Menschen sich in Zombies verwandelt haben und auch im Haus muss er gucken, wo sind da jetzt überall Zombies und wie kann er damit umgehen. Dementsprechend ist er dann sehr dahinter, dass er sich sozusagen seine Wohnung ausbaut, weil er schafft erstmal alle Leute raus und baut dann sich seine Wohnung so schön aus, dass er sagen kann, ey, da kann ich gut leben. Und dann versorgt er sich immer Stück für Stück und im Grunde geht es einfach darum, wie er damit klarkommt, allein zu sein und vor allem, wie er dann später oder dann auch versucht natürlich, sich irgendwie weiterzuentwickeln im Sinne oder sich Sachen zu besorgen, damit er überleben kann. Das ist so die Grundstory und ich muss sagen, die Idee ist eigentlich ganz cool. Die Umsetzung ist jetzt leider nicht so überragend. Also es ist wirklich nur ein von der Geschichte her so Durchschnitt. Ich würde hier 3 von 5 Punkten geben, weil es einfach nicht über sich hinauswächst. Die erste Stunde geht es einfach nur um ihn alleine und das zieht sich schon echt ein bisschen. So. Von dem Schauspiel her muss ich sagen, ist das eigentlich relativ in Ordnung. Er spielt relativ gut, nämlich gespielt von, jetzt müsst ihr den Namen wissen, wahrscheinlich Andres Danielsli. Also der spielt eigentlich relativ gut und auch die anderen Darsteller so sind im Grunde solide. Die Dialoge sind jetzt nicht so überragend, aber es wird echt wenig gesprochen über die ganze Zeit. Dementsprechend Schauspiel 3 von 5 Punkten. Technisch muss ich sagen, die Zombies gehen schöner, definitiv. Also sie sehen hier jetzt nicht wirklich überragend aus. So ist es, glaube ich, eine relativ solide, saubere Produktion, auch ein bisschen größer gewesen. Und ich glaube, die wurde auch von einigen TV-Sendern dort subventioniert. Dementsprechend haben wir hier eine solide Produktion, 3 von 5 Punkten. Und ja, deswegen komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, der Film hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, weil es im Grunde einfach nur so eine One-Man-Show ist über die erste Stunde und dementsprechend fällt so auch meine Wertung mit ein bisschen kritischer aus, nämlich mit 2 von 5 Punkten ist die Empfehlung von meiner Seite her, weil es sich schon sehr zieht und die Story jetzt nicht tiefgehend und überragend ist. Es wird dann mit der Zeit besser, aber so insgesamt bleibt das einfach so auf so einem durchschnittlichen Niveau, wo man sich denkt, ja, more of the same, passt schon, geht so. Also man muss sich den Film jetzt nicht unbedingt angucken, vielleicht wenn er mal im Fernsehen läuft. Und insgesamt haben wir dann hier auch eine Wertung von 11 von 20 Punkten. Ist durchschnittlich, hätte ein bisschen mehr sein können. Schade, dass da nicht mehr draus geworden ist. Und ja, in diesem Sinne war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf dem Kanal vorbei. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.